Genau, das versuchen wir gerade, ihn feste. Ich muss den Gefangenen sprechen, der im Krankenhaus festgehalten wird. Okay, wir müssen auf jeden Fall ins Krankenhaus jetzt. Das ist auch gar nicht so weit weg. Es wäre auch schön, wenn es irgendwann mal aufhört zu regnen. Das ist er? Armer Mann. No. Hintenrum kommen wir nicht rein, oder? Nee, abgeschlossen. Alter, was machen die? Was hat denn die Katze da so geschrien? Okay, kein neues Ungeheuer. Hinterm Krankenhaus. Bin müde. Kein Durchgang. Ich gehe rein. Da drin sind kranke Patienten. Ich dulde nicht, dass ihr die Pestilenz verbreitet. Na gut, geht rein. Das war ja günstig. 30 Ohren, so, wir kommen ins Krankenhaus. Um die Pest zu verbreiten in der Stadt, ist super. Meine Lungen alle sterben. Es ist eine Art Fluch. Hilfe! Ich will nicht sterben! Hilfe! Ich will nicht sterben! Mehr viel Zeit! Wir werden alle sterben. Stellen Sie ein bisschen an hier. Meine Lunge. Das ist eine Art Fluch. Können Sie einfach anzünden, dann hört's auf, weh zu tun. Meine Lungen. Das ist eine Art Fluch. Guck mal, das ist eins zu eins dasselbe. Das ist gar kein Blut von Menschen, die gibt's so zu kaufen, die Laken. Könnte ich doch nur schlafen und diese Schrecken der vergessen. Mickrige sollte es das nicht wert. Haltet euch von dem Gefangenen fern. Haltet euch von dem Gefangenen fern. Ich will ihm nur ein paar Fragen stellen. Psst. Er sagt etwas. Kalkstein. Er ist ohnmächtig geworden. Verschwindet. Da ist ein Aufruhr auf dem Flur. Verdammte Schurken. Boxfleisch hat sie geschickt. Diese Wunde eitert. Ich wechsle den Verband. Ich ergebe mich. Oh, ihr Bastard! Was? Die töten einfach die am Krankenschwester. Was ist los mit denen? Okay, großer. Oh. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Ob die mehr Eintritt zahlen mussten als ich, oder? Wir werden alle sterben. Der Obst sah eher aus wie irgendwie ein Schwimp oder so. So Garnele, Krabbe. Okay, wo sind jetzt die toten Krankenschwestern hin? Okay, tote Krankenschwestern kann ich nicht anfassen. Guck mal, da ist jemand aus seinem Arsch gefallen. Er hat direkt seinen Brustkorb ausgeschissen. Verdammte Schurken. Boxfleisch hat sie geschickt. Ich muss mit Raimund sprechen, okay? Oh, ein Wäschekorb. Oh, rote Damenhandschuhe. Vielleicht mag die nur die rote Damenhandschuhe. Vielleicht hat sie auch Kunden, wo sie die dann direkt einsetzen kann. Oder Kunden, die sie lieber mit... Naja. Hallo, Novizin. Seid ihr gekommen, um zur großen Mutter zu beten? Ich bin nicht sehr religiös. Militele liebt auch jene, die vom Wege abkommen. Das ist sehr gütig von ihr. Wie kann ich euch helfen? Erzählt mir mehr von eurer Göttin. Melitele ist die Mutter alles Lebendigen, die Göttin von Liebe, Fruchtbarkeit und Heilung. Warum zeigt die Statue drei Gestalten? Die Göttin besitzt drei Gesichter, die ihre verschiedenen Aspekte symbolisieren. Die wären? Ein junges, sorgloses Mädchen, eine reife, schwangere Frau und eine gebückte, alte Frau. Verstehe. Wie kann ich euch helfen?
Lebt wohl. Mutter, die du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Oh mein Gott, Gebete. Ein Hirnbild. Nice. Kulte. Was? Kulte und Religion der Nordlinge. Kenne ich alles. Bin einer davon. Wir werden Glosser Elfen. Kult der Medizin. Ich bin so müde. Ausgang. Ist das der Hinterausgang? Oh ja. Kann ich jetzt. Nee, kann ich nicht. Hat direkt jemand abgeschlossen hinter mir. Aber jetzt können wir noch mal gucken, ob wir den Mädchen helfen können. Also, los geht's. Zu den Girls. Aber wahrscheinlich sind die Mädchen nur in der Nacht in der Not. Herold. Hiermit wird kundgetan, dass ein Zustand der Quarantäne verhängt wird. Was genau ist ein Zustand der Quarantäne? Das bedeutet, dass ihr weder das Schloss noch das Kaufmannstor passieren könnt. Und wenn ihr die Pest habt, landet ihr mit Glück im Krankenhaus und mit Pech auf dem Friedhof. Die Auswahl ist hier doof. Fahrender Händler, hey. Kommt morgen wieder. Ja, gucken, was hier drin ist. Waren wir nicht schon mal drin hier? Naja, die sehen alle relativ ähnlich eingerichtet aus, die Häuser. Nur etwas Ruhe. Wenn das Wetter so wie jetzt umschlägt, plagt mich das Reißen im Rücken. Mein Mann duldet nicht, dass ich mit Fremden rede. Natürlich nicht. Dann nehme ich deine Melone mit. Tschüss. Mein Mann sagt, ich darf nicht mit Fremden reden. Okay. Braucht ihr etwas? Schreib mir die so an. Wo habt ihr die Milch aufgetrieben? Es herrscht Quarantäne und ich habe keine Kühe gesehen. Ich habe auf dem Land gelebt und hab so meine Quellen. Also Kuh im Keller oder was? Na, wer züchtet nicht seine Kühe im Keller? Honigwabe bringt richtig Kohle. Hier ist Zuckerzeug bestimmt auch. Ja, mega. Mein Schinkenbrot behalte ich. Komm, hier, das Fett hauen wir auch weg. Auch wenn wir es gebrauchen können zum Dings herstellen, zur Öle. So, den Rest können wir essen. Stadtbewohner, Stadtbewohner, Stadtbewohner. Was haben wir denn? Ich freue meine Zeit. Aber jetzt sind die Ladies nicht hier, denen ich helfen wollte eigentlich mit der Mission. Okay. Gucken wir hier im Hinterhof nochmal? Nee. Ich will nichts mehr von Mahakam hören. Wie sollen wir uns ihnen anpassen? Wenn die sich uns nicht anpassen, würde ich tun, was in meiner... Warum kriege ich keine Kunden wie euch? Weil du voll teuer bist. Macht ihr Witze? Okay, Handschuhe will sie auch nicht haben. Wie euch. Versuchen wir das Ganze nochmal mit den Halszug. Macht ihr. Warum? Vielleicht will sie ein Gehirn. Macht ihr Witze? Auch nicht. War das irgendwie gemein? Schild Schmied, Tür zum Schmied. Händler. Seid gegrüßt, Herr. Ihr habt mehr Bart als Körper. Seid ihr der Lehrling des Schmieds? Oh ja, ich führe das Geschäft und halt Ordnung. Was wollt ihr haben? Was wollt ihr haben? Zeigt mir eure Waren. Herr Chibai sagt, ihr seid gut und ehrbar. Daher sehe ich keinen Grund, keine Geschäfte mit euch zu machen. Bitte sehr.
Oh, eine Insel. Okay, die ist echt teuer. Wow. Schaden minus 20% ist nicht gut, oder? Wohl nicht. Aber die Jacke wäre echt interessant. Ja, finde ich eh, sobald ich den nächsten Typen totgeschlagen habe, kriege ich eh wieder Kram. Ein Mensch kommt einen Anderling besuchen? Braucht ihr etwas? Ich bin auch nicht so ganz menschlich. Und ihr habt vielleicht etwas, das ich brauche. Moritz Stein, Schmied. Einen besseren findet ihr in ganz Visima nicht. Seid ihr Bartbrüder? Oh, nette Werkstatt. Darauf könnt ihr stolz sein, aber wo ist eure Ausrüstung? Das sollt ihr vielleicht nicht sagen. Verkauft ihr mir eure Waren? Soltan sprach nur Gutes über euch, also können wir handeln. Wendet euch an meinen Lehrling, wenn ihr etwas kaufen wollt. Ich erledige Schmiedeaufträge und nehme Sonderbestellungen an. Ich muss mein Schwert neu schmieden lassen. Ein Schmied kann euch neue Schwerter aus Meteoritenerz. War doch richtig, Meteoritenerz. Warum muss ich das Wort jetzt 80 Mal lesen, bis mein Hirn sagt, ist okay, du machst das, du kannst das machen. Linksklick auf Schmieden im Dialog, dann wählt den Schwerttyp, ihr braucht mindestens 3, bla 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 bla, um ein neues Schwert herzustellen. Außerdem könnt ihr Schmiederunen in eure Silberschwerter brennen. Ihr braucht mindestens 3 Runen. Ah, okay. Nicht interessiert. Doppelklick, um Gegenstand zu verkaufen? Nee. Ah, okay. Merkwürdig. Egal, wir gehen mal nach oben. Geld, Süßigkeiten, Kleiderschrank. Ist auch ein kleiner Kleiderschrank. Naja, sind ja auch Zwerge. Aber dafür haben sie ganz schön große Betten. Aber die können ja in normalen Menschenbetten, können die zu zweit nebeneinander quer schlafen. Elfin. Rassist. Wollt ihr euch lustig machen oder mich angrapschen? Verschwindet. Nein. Niemals. Okay, Hure ist nicht in Gefahr. Auf einmal sind hier 1 Million Elfen gespawnt. Halbelfin, dem Kind ist langweilig. Ich hab Zahnschmerzen. Holt aufs Maul. Ich hab Zahnschmerzen. Nur rumjammern. Ja, zu Raimund wollten wir. Es ist kein Zug. Denn er ist Detektiv. Hallo, Herr Raimund. Wo ist eine Holztruhe, in die ich gucken möchte? Aber Herr Raimund ist nicht in seinem Haus. Vielleicht ist er oben. Denn Herr Raimund wohnt in einem echt riesigen... Herr Raimund schläft sehr viel. In seinen ganz unglaublich bequemen Klamotten mit Monokel. Monokel? Monokel. Also, ich war bei dem Gefangenen. Hat er was ausgespuckt? Dazu gab's keine Gelegenheit. Boxfleischs Männer haben uns angegriffen. Sicher? Seltsam. Boxfleisch will die Salamandra loswerden. Es sei denn, mir ist da etwas entgangen. Javed hat ihm vielleicht Angst eingejagt. Oder ihn bestochen. Das sollten wir prüfen. Habt ihr etwas aus dem Gefangenen herausbekommen? Ein einziges Wort. Kalkstein. Macht Sinn. Kalkstein ist ein talentierter Alchemist. Er könnte Javed bei den Experimenten behilflich sein. Ich bin ihm begegnet. Er sah nicht aus wie ein Verbrecher. Das mag ja sein, aber wir müssen allen Hinweisen nachgehen. An die Arbeit. Ich befrage meine Kontakte in der Stadt. Ihr beobachtet Kalkstein. Erringt sein Vertrauen. Findet heraus, was er vorhat und was er verbirgt. Wie geht es mit den Ermittlungen weiter? Geduld ist angesagt. Wie beim Fischen.
Ich bevorzuge die Jagd. Dann erringt Kalksteins Vertrauen. Tut ihm einen Gefallen. Bringt etwas in Erfahrung, das ihn interessiert. Ihr könntet ihn dazu bringen, euch anzuheuern. Redet auch mit Boxfleisch. Aber übertreibt's nicht. Er ist ein Choleriker. Ein Choleriker! Ja, mit Boxfleisch habe ich schon geredet. Der ist irgendwie nicht mehr... Der will immer, dass ich mit meiner Mama Dinge tue, die man nicht mit seiner Mama macht. Und wir sollen mit Kalkstein Dinge erledigen. Mädchen in Gefahr, geht wahrscheinlich nur in der Nacht. Dann machen wir jetzt die Kalkstein-Mission. Ja, die sagen, gehen alle so nebeneinander. Ich muss Zahler nach dem Silberschwert fragen. Machen wir das nochmal kurz. Es könnte interessant sein, auch den Hela kennenzulernen. Dass wir mal ein bisschen so, bisschen mehr Weltinteraktion haben. Spenden werden stets benötigt. Können wir mal die Frau schubsen. Hallo, Oni. Talas Haus. Okay. Läuft bei ihm. Läuft definitiv bei ihm. Also, ja. Der lebt gut als Hehler. Oh, guck mal, hier sind diese Waren, die auch Dings hatte. Der Typ draußen. Ich habe seinen Namen vergessen, aber wenn ich ihn höre, weiß ich wieder, wie er heißt. Für den wir die Ertrunkenen getötet haben. Der sieht voll tot aus. Oh Gott, der sieht echt tot aus. Ich bin Hehler. Ich kaufe und verkaufe. Womit handelt ihr denn so? Mit allem, was sich lohnt. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Ja, sogar mit dem Trinker, mit dem Hehler trinken, super. Ah, 60 Geld? Hier, nimm den Ring. Bärstein, weg damit. Oh, wer will er nicht? Okay. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Die Wachen haben ein Hexerschwert bei euch gefunden. Erstens heißt das die schwanzlutschenden Wachen. Zweitens, was geht euch das an? Ein anderer Hexer, Berengar, hat euch aufgesucht. Es war nicht sein verdammtes Fleischermesser. Woher wisst ihr das? Ich hab den anderen Plunder eures Freundes noch. Das Schwert habe ich woanders her. Anderen Plunder? Genau, das bedeutet alles, nur kein Schwert, klar? So wie seine vollgepissten Unterhosen zum Beispiel. Also, woher habt ihr das Schwert? Was springt für mich raus? Ich steche euch nicht ab. Faires Angebot. Ich habe seinem Mann in der Taverne zum haarigen Bären abgekauft. Wärt ihr bitte so höflich, ihn zu beschreiben? Nicht nötig. Er ist der berühmteste Würfelspieler hier. Ein echter Magier. Okay. Wie kommt ihr an Berengars Eigentum? Ihr lasst nicht locker, hä? Von einem Zwischenhändler. Wo finde ich ihn? Im haarigen Bären. Ich glaube kaum, dass er mit euch reden wird. Der Mann heißt Coleman. Oh, der ist ein bisschen tot. Wie kommt ihr an... Ihr lasst nicht lock... Ihr... Habt ihr von den Salamandra gehört? Pisse gurgelnde Reptilien, hab von denen gehört, aber ich hab keinen blassen Schimmer, was die wollen. Amphibien. Was? Salamander sind Amphibien. In welcher Beziehung steht ihr zu ihnen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Wir werden sehen. Hey, nicht hinlegen.
Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Ich habe das Gefühl, ich habe gerade 8 neue Missionsaktualisierungen bekommen. Erklärt mir, warum die Wachen euch tolerieren. Haha, das ist streng vertraulich. Man muss eben wissen, wie man gut über die Runden kommt. Gut über die Runden kommt? Sowohl die scheiß Wachen als auch die bekackten Diebe brauchen mich. Ich habe Abmachungen mit beiden. Und das macht mich unberührbar. Ach so. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Was er diesen Satz immer wiederholt, ist richtig schlimm. Wir sehen uns später. Manche Typen hier einfach das ganze Spiel über pennen. Egal zu welcher Tageszeit wir in deren Haus gehen, die liegen im Bett und pennen. So. Ich muss mit Kalkstein über Beringer recht reden. Okay. Und dann muss ich zum haarigen Bären, weil da wissen auch ganz viele Leute mehr als ich weiß. Und das ist nicht gut, wenn andere Leute mehr wissen als ich. Sei doch mal entspannt, Stadtbewohner, Reisender, fahrender Händler. Gott segnet mich mit Geduld. Teufel mit allem, ich wäre lieber in Povis. Oh, Kräuterkundler. Kräuter, Salben, Blumen für die Damen. Seid gegrüßt. Ihr seht ein wenig blass aus. Ich besitze Medikamente, die euch auf der Stelle heilen. Meine Preise sind erschwinglich. Das ist wahrscheinlich gelogen. Wo sammelt ihr eure Kräuter? Wenn ich das verraten würde, müsste ich betteln gehen und könnte mir nie einen neuen Schal leisten. Sucht euch etwas aus und lasst den Unsinn, Hübscher. Ich habe einen Schal für dich. Ich gehe in den Sumpf und sammle meine Kräuter bei Mondenschein. Doch man muss wachsam sein. Überall lauern Gefahren. Wenn ich nicht vorsichtig wäre, wäre ich längst nicht mehr am Leben. Seid euch da nicht so sicher. Greift nach dem falschen Kraut und ehe ihr euch verseht, ist das Gift in euch. Ihr habt plötzlich Schaum vor dem Mund und der Sumpf fordert ein weiteres Opfer. Ihr müsst mir keine Angst einflößen. Ich will euch keine Konkurrenz machen. Danke für die Wegbeschreibung. Und jetzt schenke ich einen Schal und dann trägt sie den nicht mehr. Stimmt. Kann man da eigentlich machen. Habe ich das hier schon gehabt? Aber das finde ich mal doof, wenn man Bücher kaufen kann und muss, dass da nicht dran steht, dass man die schon gelesen hat. Shanis Haus? Wieso hat jeder hier ein Haus in der City? Oh mein Gott, geh bitte weg. Was will er denn? Sagt etwas. Wohnt Shani hier? Sie ist mit Saubermachen beschäftigt und hat keine Zeit für Vagabunden. Ich habe einen Termin. Hat eure Mutter euch keine Manieren beigebracht? Sie würde sich gewiss nie verzeihen, dass sie so ein Ungeheuer großgezogen hat. Aber... Hab ich gerade die Omi rausgeschmissen? Wow! Oh oh, oh oh! Das Ende ist nahe. Solche wie ihr sind doch Beweis genug. Ist nicht persönlich gemeint. Nein. Ich bin gekommen, um Shani zu besuchen. Der weiße Frost kommt. Ich spüre es in den Knochen. Ihr wisst nicht, wie es ist, im hohen Alter in einem kalten Haus zu leben. Hinaus! Einfach so in mein Haus zu stapfen. In Stiefeln! Womit habe ich das in meinem Alter noch verdient? Aber... Ich habe hier gerade Hand. Ich wollte ihr Handschuhe schenken. Okay. Okay, ich muss sie nicht verstehen. Man vergisst so viel.
Kalkstein, ich habe noch ein, zwei Fragen an dich. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Ich habe gehört, Hexer Berengar hat für euch gearbeitet. Ich hatte gehofft, ihr würdet das nicht erfahren. Geht es etwas ausführlicher? Ich heuerte ihn an, um das Rätsel des Turmes zu erforschen. Ich wollte euch keine Angst machen, aber ich habe mit diesem Bauwerk noch etwas vor. Ihr habt ihn angeheuert und er ist verschwunden. Kam euch das nicht komisch vor? Deshalb sollt ihr das Rätsel lösen. Vielleicht findet ihr dabei auch heraus, was Berengar zugestoßen ist. Was meint ihr, was passiert ist? Konkurrenten, die auch hinter diesem Wissen her sind, könnten Berengar beseitigt haben. Er gab mir dieses Buch. Es könnte für euch von Nutzen sein. Wie komme ich zum Sumpf? Nehmt das Westtor. Da ist ein Deich, der nach Alte Visima führt. Und was dann? Ihr findet dort eine Fähre, die euch zum Sumpf befördern kann. Fährt die Fähre in beide Richtungen? Ja, am Sumpf gibt es einen Landungssteg beim Dorf der Ziegelbrenner. Danke. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Dass er sich immer so erschreckt. Reden wir über die Salam... Ich glaube, ihr steckt mit denen unter einer Decke. Was? Ich? Warum? Das wüsste ich auch sehr gern. Hinter was seid ihr her? Etwas, wofür ich noch keinen Beweis habe. Ja, wir können jetzt nicht einfach verdächtigen, dass er der Böse ist. Okay, im Sumpf sollen wir nach Beringer fragen. Ah, da ist ein Antiquar. Den habe ich gar nicht gesehen. Gehen wir da mal gucken. Es ist wirklich sehr viel Gelaufe. Also. Wir sind sehr viel mit von A nach B laufen beschäftigt. In der kleinen Region, wo wir mit unterschiedlichen Leuten reden müssen. Lieber nicht in das Anderlingviertel. Scheuliche Zwerge werden euch ausrauben. Okay. Okay, die Tür ist abgeschlossen. Ich komme ja nicht rein. Ich gehe zum Schlosstor. Der Händler dort verkauft gutes Brot. Gutes Essen ist so schwer zu bekommen. Wann lassen die endlich wieder Kaufleute in die Stadt? Man munkelt, die Quarantäne werde so lang dauern, wie die Pest wütet. Aleitok, schönen guten Abend, Hallöchen. Okay, warum auch immer ich da nicht reinkomme, gerade zu dem Typen. Ja, aber das ist das nächste, was ich als Hauptmission machen kann. Ja, das ist mit den Sumpfbewohnern. Alkoholvertrag ist wahrscheinlich alles im Sumpf. Hallo. Okay, Antiquar. Götter segnet mich mit Geduld. Hier komme ich rein, okay. Aber das ist das, wo ich gar nicht hin will. Ich glaube, ich war hier auch schon mal. Mein Mann duldet nicht, dass ich mit Fremden rede. Ja, vermutlich. Wobei, das sagen sehr, sehr viele Frauen hier. Wenn man älter wird. Ah, Leitok, wie war dein Tag? Sprecht lauter. Ich bin taub. Man wollte doch gar nicht mit dir sprechen. Frau Omi. Oh. Das Verbrechen nimmt Überhand und die Stadtwache... Wo? Wieso? Wieso? Schildmarktplatz, ja toll. Komme ich auch nicht rein. Hab keine Tür. Stadtbewohner, Stadtbewohner, ach, Stadtbewohner. Herold brüllt hier ein bisschen rum. Hummlige Reisender.
Du auch. Okay, dann machen wir doch mal hier. Gehen wir zum Deich. Und dann gucken wir mal wegen der anderen Quest für Beringer. Wenn wir nicht zum Antiquar kommen und so das Buch nicht kriegen, macht das ja auch keinen Sinn. Soltan!